So, herzlich willkommen. Servus, grüßt euch. Ja, jetzt wollte ich genau ein Video machen. Es geht um folgende Sache, dass man bei 500 Kilometer unbedingt das Tretlager nachziehen sollte. Ich war heute in der Werkstatt und die haben mir das Tretlager nachgezogen. Zeige ich euch mal. Weil leider sieht man noch ein bisschen Abdrücke von diesem Werkzeug. Das dürfte nun mal auch nicht sein. Aber da haben sie nämlich das hier festmachen müssen, weil es hat ein bisschen gewackelt. Nach links und rechts waren dann circa 2-3 mm Spiel und das sollte man abstellen. Also wirklich bei 500 Kilometer sollten wir wirklich in die Werkstatt bzw. das Tretlager selber nachziehen. Ich glaube, Fischer hatte auch ein Video auf YouTube, da wo sie es zeigen, wie das funktioniert. Aber wer das halt nicht machen kann, weil das Spezialwerkzeug fehlt, geht halt in die Werkstatt. Kostet da knappe 30 €, dann ist das Radl nach erster Inspektion wieder in Ordnung. Sollte man sowieso alles nachziehen, weil sich das Fahrrad etwas setzt, wenn man fährt und wenn es neu ist. Also immer schön nach 500 Kilometer alles nachziehen, Leute kontrollieren lassen, weil sonst kann das echt böse enden. Also wenn er da das Tretlager weg oder aufgibt und es irgendwie rausklappt oder rausfliegt heran, ganz schlecht, ganz schlecht. Ja, genau. Also immer 500 Kilometer nachziehen, ganz wichtig, zumindest bei Fischerbike. Ich weiß nicht, wie es mit den anderen sind, aber hier das Tretlager anziehen lassen. Ansonsten bin ich ganz zufrieden. Bis jetzt noch keine Probleme, bis das lockere Tretlager. Und den Rest halt noch nachziehen lassen. Also praktisch die Muttern vorne, die Reifen, die Muttern von den Reifen, Steckachsen, beziehungsweise da muss man auch vorsichtig sein, da muss man auch wissen, wie man die richtig reinmacht, weil da gibt es nämlich eine Kerbe. Wenn man die nicht erwischt bei dieser Achse, dann kann man es zwar zumachen, aber es hält nicht richtig. Das ist heute gewesen. Ich war in der Werkstatt, danach hat er mir echt das so zugemacht, dass das offen war. Das war ganz schlecht. Aber es passiert halt mal. Das darf man normal nicht vergessen. Also das war halt schlechte Erfahrung. Aber mal passiert halt. Aber muss sagen, der Chef ist gleich gekommen, wo ich gearbeitet habe und hat es gleich dann wieder instand gesetzt. Also super. Der ist dann echt mit dem Auto hergefahren, hat es wieder instand gesetzt. Cool gemacht, super. Okay, ja, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen. Ich fahre jetzt hier spazieren im Wald, total geil. Gutes Klima, schönes Wetter, 25 Grad, nicht so wie Sonnenschein. Geil, Leute. Da macht's E-Biken sowieso Spaß. Hoppala. Kommt niemand, ne, passt. Also ja, wir hören uns wieder bis zu meiner nächsten Reparatur oder nach der zweiten Inspektion. Also jetzt ist die erste Inspektion gemacht. Und schauen wir mal, wie es halt weitergeht mit dem Fischer ST1723 E-Bike. Da werde ich euch informieren. Ja, sowas nennt man jetzt einen Block oder Flock, oder? Wenn man sowas macht, ist ein Flock, okay. Mal jetzt haben wir so einen Flock, einen E-Bike-Flock. Genau, Flocken halt, auch Flocken. Also, tut es nicht zu viel Flocken daheim. Nicht gut, gell? Also, habt euch alle gern. Pizza, ciao. Ja, ha, da bin ich nur kurz. Habe nämlich was vergessen. Ich habe das jetzt ein bisschen aufgepimpt, das Bike. Ich habe mir jetzt hinten von VD eine Satteltasche gekauft. Optimal für Sportwerkzeug. VD-Tasche, 15 €. Also im Internet. Dann habe ich mir noch eine Rahmentasche hier gekauft. Forever. Rahmentasche. Die waren, glaube ich, auch 15 € hat die gekostet. Wer anders kann man das Fahrrad hier nicht bepacken, sei denn man macht hinten den Gepäckträger drauf. Sind zwar schon Vorrichtungen da und hier auch. Hier kann man Gepäckträger dann anschrauben. Aber ich möchte es halt noch ein bisschen sportlich halten und nicht hinten Gepäckträger. Und jetzt habe ich mir so Rahmentaschen gekauft. Super. Und halt die unter der Sattelstütze. Optimal. Also genau, Sattelstütze. Und die noch für den Rahmen. Und ganz gut, Akku passt auch genau rein. Schützt sogar ein bisschen, wenn was sein sollte. Dann hält es vor, das vorne auch noch fixieren, ganz cool. Ja, und GPS-System habe ich auch reingemacht, genau. GPS-Tracker, sehr geil. Jetzt ist auch, also wenn sie GPS reinmacht, kann es eh keiner glauben, weil das könnt ihr mit eurer App dann auslesen, wo das Fahrrad ist. Und kostet nicht so viel. Knapp 70 € kriegt man ein gutes GPS. Am besten ist eins, wo selber eine Batterieversorgung hat. Dann kann es im Rahmen wird es dann eingebaut. Verschiedene Stellen, das sage ich jetzt nicht, weil das muss man nicht unbedingt. Ja, genau. Das war es jetzt aber. Ja, aufgepimpt ist ein bisschen. Da gibt es eh nicht mehr zum Pimpen. Ja, genau, halt ja. Leuchtende Totenkopf. Ventilmutter. Die sind geil in der Nacht. Die leuchten voll, wenn es sich dreht. Ernst geil. Geile Optik. Naja, ein bisschen muss man so ein Bike schon aufpimpen, gell? Pimp mein Bike, mein E-Bike. Pimp mein E-Bike, genau. Ja, jetzt bin ich aber weg. Bevor ich dann noch zu lange verweile. Also, pfiat's euch, ciao.